willkommen zur Folge 2.1. Heute will ich Hamburger Brötchen backen. Hier die Zutaten, sie stehen auch hinten im Rezept. Erstmal vermischen wir die frische Hefe mit dem lauwarmen Wasser. Dann alle Zutaten bis auf das Eigelb und den Sesam ordentlich verkneten. So lange Milch hinzugeben, bis die Konsistenz vom Teig passt. Nochmal ordentlich durchkneten und dann eine halbe Stunde ruhen lassen. Jetzt ist der Teig ordentlich aufgegangen. Dann 5 bis 6 Brötchen davon formen. Alle Brötchen einmal mittig einschneiden und mit Eigelb bestreichen. Und dann ordentlich Sesam drüber. Und jetzt bei 180 Grad in den Ofen. Und nach 20 Minuten hehl wat Besünnes. Jetzt die warmen Brötchen noch schnell in eine Gefriertüte packen, dann bleiben sie fluffig. Und jetzt noch der Fluffigkeitstest. Ganz klar bestanden. Hier das Rezept. Jetzt fehlt nur noch der Spruch des Tages. Macht's gut, bis nächste Woche.